Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde mit Evil Dynasty, mit Voucher und mit unserem Alderle. Schön, dass ihr da seid. Es ist noch spät am Abend. Ich bin gerade dabei, ein bisschen was vorzubereiten. Ich habe den Hühnerstall schon mal angefangen. Den bauen wir jetzt gleich zusammen fertig. Und wenn es heute irgendwie klappen sollte, wäre ich bereit, mir die ersten Hühnchen zu gönnen. So, ich bin gerade überlegen, ich möchte gerne hier ein weiteres Haus dazu nehmen. Das Ziel wird dann später sein, dass die Leute, die hier so ein bisschen angesiedelt sind, auch hier einen kleinen Platz haben, wo sie sich dann gemeinsam abends treffen können. Ich hatte irgendwo den Baumstumpf, den würde ich gerne kurz ausgraben hier. Und da setze ich dann schon mal das Haus hin. Das haben wir erledigt. Gib mir nochmal ganz kurz die Fackel. Und den Hammer einfach für mich. Ein ganz normales kleines Haus würde ich hier dazu bauen. So ungefähr. Was ist so ein bisschen hier so rein? Bauen wir es mal hier rein. Dann haben wir hier das Anwesen mit Jäger. Da unten haben wir die Werkstatt. Da haben wir die Werkstatt Holzfällerei Schalala. Und hier würde ich tatsächlich dann die Leute einziehen lassen. Die Jägerin, denn Butzi kommt rüber zu den Hühnern. Hier zieht dann praktisch eine Jägerin ein. Ne? Ich muss gerade mal ganz kurz was gucken, wie das im Moment ist. Hier ist Rüxa drin als Wasserträgerin. Die kriegt dann einen Jägersmann. Kriegt die dann einen Jägersmann? Ist Rüxa, war die nicht auch irgendwie begnadet als Jägerin? Ja, dann wird Rüxa Jägerin und wir holen uns einen Mann als Wasserträger. So, und hier werden wir dann irgendwann später so eine kleine Dings aufbauen. Der Grabungsschuppen, da habe ich jetzt mal geguckt, also damals war es so, den hast du irgendwo hingesetzt und dann hat es trotzdem gepasst. Der ist jetzt auch der erste hier, ne? Ich meine, die Mine ist später was anderes. Hier, da geht es ja darum, Kalkstein, Ton, Steine und Stroh. Ja, den setzen wir dann irgendwo hier in die Nähe. Wir könnten den theoretisch auch nebendran setzen, weil es wirklich am Anfang gar keine Rolle spielt. Das machen wir vielleicht auch. Aber da gucke ich dann erstmal noch. Pass auf, wir brauchen dann hier später 10 Steine. Das wäre halt wichtig. Dann haben wir nämlich erstens mal auch Leute, die Steine besorgen. Dann brauche ich mich da nicht mehr kümmern. Ja, ich würde sagen, das ziehen wir jetzt heute irgendwie durch. Und ein paar Quests haben wir ja auch noch. Guck mal, da liegt noch ein Steinspeer rum. Nimm aber mit. Ich glaube, der war sogar noch recht gut, ne? So 10 Steine bauen wir schon mal das Fundament fertig. Also, wie viel hast du jetzt? 4, 5, 6. Nimm da schon mal ein paar Sticks, auch wenn du nicht wirklich welche bräuchtest. Hühnerstall fehlen noch Sticks und Stroh, dann haben wir das auch fertig. So, zack. Steine noch 3 Stück, dann haben wir die Geschichte. Heißt das super. Jetzt sammle ich mal noch ein paar Sticks ein. Und dann gehen wir erstmal pennen und machen uns hell. Zack. Habe ich die alle schon aufgesammelt oder was? Ne, hier, das sind sie. Den dann noch und den hier noch. Ja, ich glaube, so gefällt mir das. Schubdubidubabdu, was machen wir hier? Wie machen wir das hier? Noch 5 Stück. Komm, das ist die abschließende Maßnahme. 5 Stück, gehen wir mal ein bisschen weiter rein. Ist da noch irgendwo guter? Ja, die ganzen Dinger sind ja schon weg, die guten. Machen wir den und den hinten dran, dann haben wir 5. Und dann gehen wir pennen. Und dann bauen wir den Hühnerstall fertig. Dann das Haus. Rüxa ist aktuell Wasserträgerin. Na, dann mache ich doch das gleich. Sobald der Hühnerstall steht und die Hühner da sind, Leute, können wir Butzi zu uns vorholen, auch wenn es nicht ihr Idealfachgebiet ist. Sie wird sich dran gewöhnen, bestimmt. Die tiefe Liebe. Aber ich bin ja auch draußen auf der Jagd und das ist gar nicht so meins. Wie jetzt fertig. Ich schon 2 Fackeln durch, alles gut, dann gehen wir jetzt eh gleich Helmer. Den nehmen wir noch kurz mit. Und dann haben wir eigentlich so ziemlich alles am Start. Ich freue mich halt tierisch auf die Hühner. Wir müssen mal gucken, ob wir das heute irgendwie hinkriegen. So, Spatzel, hast du dich verlaufen? Jo, natürlich habe ich mich verlaufen, was denn sonst? Och, wir nehmen den ersten Sammelschuppen hier mit hin. Dann lassen wir Steine und Stroh sammeln und dann ist das Thema doch erledigt. Bäm. Ja, das muss ich mal gucken, ob wir das heute schon fertig kriegen. Möglicherweise ja. Ich weiß noch nicht genau, wie wir es einrichten. Ich würde sagen, wir machen hier einen Steineingang und ein Steinfenster. Hier würde ich gerne ganz normale Wand aus Holz machen. Da würde ich dann gerne Rückseite
Wand aus Stein. Fenster aus Stein. Und hier machen wir wieder Holz. Holz. Giebel würde ich auch aus Stein machen. Hoffentlich machen wir hier ein gescheites Dach drauf mal. Haben wir mal ein bisschen was anderes. Sie sollen sich halt ein bisschen unterscheiden, die Häuser später. Ne? Also wir können ja hier, sag ich mal, der kostet einen Stamm, 12 Bretter. Machen wir mal dieses Dach drauf. Ich glaube, das habe ich auch noch nicht oft am Start. Und wir müssen kontrollieren gleich, wenn es hell ist, ob die Felder so bearbeitet werden, wie wir es uns wünschen. So, pass auf. 6, 12, 24 Bretter. Die schnappe ich mir schon mal, bevor wir ins Bett gehen. 24 Brettchen. Das ist doch recht nettchen. Ja, so langsam pendelt sich hier alles ein. Ich liebe das. Das Schöne ist, wir haben Zeit, weißt du? Jetzt wäre ich fast ins falsche Haus gelaufen. Ich schnapp mir schon mal 24 Bretter, dass wir das gleich reinhauen. Die müssten wir nämlich haben. Ja, guck mal. Kann ich von der Bretterproduktion vielleicht ein ganz kleines bisschen runtergehen, Leute? Würde ich lieber einmal ganz kurz ummünzen. Das war Gewinnung, glaube ich, gell? Holzschuppen. Ja, Bretter. Machen wir mal Bretter weniger. Gehen wir mal auf 7. Ja, gehen wir mal auf 7 Bretter. Brennholz mache ich 1 dazu, 2 dazu. Wir haben mittlerweile mehr Leute. Ansonsten Stammproduktion. So würde ich es jetzt mal eingestellt lassen. Gut. Das Spatzel wird schon schlafen. Na ja, schläft sie. Butzi. Butzi. So, einen wunderschönen guten Morgen. Kein guten Morgenkuss, nix. Ich kann dich nicht mehr sehen. Ich habe dich heute Nacht gerochen. Das hat mir gereicht. Ja, das muss Liebe sein. Zack, ist er zwischen den Häusern verschwunden. Also, pass auf, Stroh und Sticks. Und sonst nix. Dann würde ich sagen, wir nehmen uns Stöckchen hier raus. Ich schätze mal so 100. Ich schätze es einfach mal so 100. Gut, dass wir die haben. Machen wir mal zack. Was war noch Stroh, ne? Oh, Stroh muss ich drin. Da siehst du, das können wir dann sammeln lassen, dann passt das auch. Bämsle. Bämsle. Bupsti. Mupsti. Ich glaube, ich lasse dann gleich in den Hühnerstall. Dann können wir die Jägerin schon mal ummünzen. Dann haben wir keinen Wasserträger mehr. Ah, es ist herrlich morgens hier. Können wir rübergeschnallt, geschwind, was bei denen geht. Du bist auch bloß morgens am Motzen, gell? Ist Montag oder was? Wahrscheinlich. Das haben wir schön hingesetzt hier in der Nacht. Gefällt mir gut. Bretter. Und Bretter und Bretter. So, hier bauen wir dann später fertig. Jetzt schnappe ich mir kurz Stroh, trink was, ess was. Ah ja, richtig, wir hatten ja auch die Fischerin, die müssen wir natürlich dann auch kontrollieren. Guck mal, wie sie draußen stehen, die zwei. Nur nicht mal übel. Jetzt habe ich gerade Bratmaul gelesen, Brathummel heißt er, Brathummel. So, komm, wir essen mal das Stück der Trockenfleisch und zack. Ja, ich zieh mal den Ried woanders ab. Irgendwas von heiraten und aus Liebe habe ich gelesen. Werdet ihr hier die Ersten sein, die mir Probleme machen, weil plötzlich die Frau ausfällt? Aber ich glaube, die haben es im Griff, die zwei, die mögen sich. Normal müssten wir als ab und zu morgens hier mal den Tag so beginnen. Ah, ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Komm, wir holen da hinten. Zumindest so, weißt du mal, so ein Minütle oder so. Warte mal, ich schaffe gegen die Sonne, ist noch cooler. So irgendwie. Haben da jetzt gesummt? Du warst total irritiert halt, weil du die Anzeigen nicht mehr hast. Trotz allem geht's. Ich glaube übrigens auch, dass ich bei der Folge gestern gesehen habe, dass die Fischerin im Wasser war, aber nur im Augenwinkel.
Wir müssen halt mal kontrollieren, ob die heute Barsche rauszieht hier. Ja, das kann man morgens mal machen zur Begrüßung. Blende ich das aus. Ich finde es wunderschön, wenn die Anzeigen weg sind. Aber im Moment ist es wichtiger, dass wir sehen, was wir tun. Ne? So, den hole ich mir noch komplett hier weg. Und dann schauen wir mal, ob das schon reicht für den Hühnerstall. Ich glaube aber schon. So, Wunderbälle. Was haben wir denn wieder für Probleme in der Verwaltung? Drei Stück, drei Props. Gutes Haus ist nicht gebaut, soweit klar. Kein Material in der Fischhütte, weil keine Barsche bis jetzt. Scheune fehlen auch noch Leute. Und der Stuhl. Hä, ja, im Prinzip haben wir nur ein Problem. Wir haben keine Barsche und da vorne ist sie gerade am Arbeiten, sehe ich. Ja, aber die geht schon fast ins Hechtgebiet raus. Haben wir eigentlich mal geguckt, ob die beide hier übers Wasser gehen? Aber ich glaube schon, ja. Na, war da gerade Libelle? Jo, guck mal, da ist sie. Du willst mir jetzt erzählen, dass sie hier was siehst. Oh, was hat die Taucheranzüge an? Eine Gans. Okay, mach du mal. Wir beobachten das. Hämmerchen raus. Ab durch die Mitte. Morgen! Darfst bald wieder deine Jägerarbeit nachgehen. Oh, mein Koch. Jo, habe ich ja ganz vergessen. Zack. Schöner Herbsttag am Abwisch, freue ich mich. Ah, Arbeiten am Hühnerstall abgeschlossen. Jetzt pass auf, Leute, machen wir das gleich klar. Einmal hier bitte einen Mitarbeiter, beziehungsweise jemanden, der viel lieber ins Projekt steckt. Butzislava. Tierzüchterin ihres Zeichens ab heute. So, dann gehen wir gleich in die Jagd. Jagdhütte. Warte mal, ich gehe mal kurz raus. Verwaltung. Jagdhütte. Mitarbeiterin Rüxa vom Wasserträger wieder zurück. Zugewiesen zum Arbeitsplatz. Perfekt. Müssten wir jetzt sehen, wie sie rüberschlappt. Perfekt. Und unsere Frau wird jetzt bald hier auf und ab gehen. Auch da freue ich mich sehr drüber. Hier könnte man eventuell eine kleine Sitzbank mal hinmachen. Dass dann am späten Nachmittag, wenn die Sonne rumkommt. Ey, haben wir die schon? Haben wir die Möglichkeit schon? Sitzgelegenheit. Nö, müssen wir Freischaltungen machen. Also demnächst machen wir mal eine Runde, wo wir dann ein bisschen Geld verdienen. Leute, haben wir direkt umgemünzt? Ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir was verkauft kriegen. Dann können wir vielleicht zwei Hühnchen kaufen. Dann geht es hier auch schon los. Wir brauchen aber dann auch Tierfutter, wenn ich es richtig weiß. Gell? Lass uns mal kurz in die Hühnerstall rein. Es gibt jetzt die Option Eier. Ja gut, ich habe keine Tiere, klar. Eier und Federn. Wenn wir den Federn können wir ja was herstellen und verkaufen. Ne? Produkt einmal Federn, die in der Herstellung von Bolzen und Pfeilen. Vielleicht können wir einfach eine Pfeilproduktion bauen. Ich stelle es mal ein auf 60-40. Müssen wir mal gucken, was wir unserem Koch Gutes tun, wenn wir dann die Eier haben. Also Tierfutter brauchen wir auch. Jetzt gehe ich mal ganz kurz durch die Läger. Wir können natürlich auch Sachen herstellen, wie Steinmesser und Fackeln und so weiter. Ist auch eine Möglichkeit, an Geld zu kommen, aber ich gucke halt immer so durch, ne? Was gerade so bei uns da ist. Guck mal, Eimer haben wir zum Beispiel nicht viele. Hier drei Fackeln könnte ich verchecken. Die Säckchen natürlich nicht. Die Eisennetz werde ich später verbauen. Ich kann zum Beispiel einfach mal... Wollen wir das mit den Pfeilen vielleicht kurz probieren? Holzschalen haben wir 29. Teller sind mittlerweile gut da. Leder, Säckchen, Pelze. Wir können super viel Zeugs machen auch. Den Grabungsschuppen würde ich gerne noch. Tonbecher, die kannst du eigentlich alle drei rausgeben. Die Weinflaschen, fünf Stück. Muss ich mal ganz kurz überlegen, die Pfeile. Hey ho, it's off to work I go. Jetzt habe ich gerade so ein ganz kleines bisschen das Gefühl, wir haben ihre Bestimmung gefunden. Wie gut war denn das? Hey ho, hey ho, wie gut. Nicht Holzwerkzeuge. Don't wish it for easier. Wish you were better. Holzspeer. Holzbolz. Steinpfeile waren es, glaube ich, gell, bei uns. Steinpfeile. Also. 10 sind 110. 20 Steine brauche ich noch. Und 8 Sticks. Dann verkaufen wir ein paar Pfeile. 20 Steine und 8 Sticks.
Also das kann ich eigentlich hier. Ich muss eh suchen, gell? Dann können wir gleich die Felder kontrollieren, habe ich auch Bock drauf. So, da gehen wir einmal hier kurz die Sticks einsammeln. Ich gucke nochmal nach Steinen. Hier geht's los. Ne, sind Sticks. Hier liegt ein Stein. Bupsi. Bupsi. So, zack. Dann haben wir hier nochmal Steine. Wir können auch den Grabungsschuppen theoretisch, wenn wir wollten, da drüben irgendwo hinsetzen. Dann läuft der morgens zur Arbeit rüber. Vielleicht ist das sogar eine geile Idee. Was ist denn an diesem Steinaufbau da hinten? Ist halt arg weit raus dann. Ich weiß nicht, ob der dann einen gewissen Wirkbereich hat. Ja, guckt ihr das an, wie sie hier ihr Zeugs machen. Leute, unser Weizenfeld, unser erstes. Hier wird noch geschafft. Wo ist denn er? Lässt er sie alleine arbeiten? Er streckt sich durch. Ey, du faule Socke. Gehst mal helfen? Lubo? Ah, leg mir mal Arsch. Wenn der Telefon hätte dir angerufen, dass ich halt nicht kann, weil ich krank bin. Lubo, Lubo, ich halte dich im Auge, mein Diggerle. Ja, wir müssen schon hier für Gerechtigkeit und so, ne? Steine 20, habe ich gesagt, gell? Oh, da fehlt wieder Material in der Scheune. Ja, ich muss halt jetzt mal gucken, dass wir irgendwann dann, ja, weißt du, wenn wir mal Schweine haben und der Gurktaler kommt ja in Bälde, dann haben wir auch die theoretische Möglichkeit, den Dünger gleich machen zu lassen im Scheunenbereich. Dann wird es schon. Vielleicht haben die sich aber auch abgesprochen, dass er ja das eine Feld machen, sie das andere. Das weiß sie ja nicht. War ja nicht dabei. Haben wir jetzt 20 Steine? 17... 18, 19 und 20. Ich überlege gerade, ob ich den Grabungsschuppen wirklich darüber setze. Eigentlich ist es wurscht, aber das ist so weit weg vom Schuss. Ich hau den hinten dazu. Dann gibt es alles auch ein bisschen mehr Dorfcharakter, wenn wir alles vor Ort haben. Ne? So, hau mal einmal die Pfeile durch, dann gehen wir Hühnchen kaufen. Männchen, Weibchen. Guck mal, auch von dieser Ansicht hier. Ich meine, hier habe ich ja schon eine Idee. Da hinten haben wir dann vielleicht die Gänse später. Ja, du kriegst Hühnchen. Ich habe es dir versprochen. Ich sorge mich drum. Ich gehe gleich direkt rüber. Dann können wir vielleicht auch noch ein bisschen labern drüben. Oder dann machen wir einfach den Rest morgen, was wir heute nicht schaffen. Blacksmith, Whitesmith, it's all the same to me. I'm colorblind. Hier, eine Schaufel. Da freut sich jemand über die Ergebnisse, oder? 10 mal 5 oder mal, wie viel waren es? 5 oder 10 pro Stück? Ich glaube 10, gell? Das wären 100 Pfeile, die wir verkaufen können. Tja, guck mal daheim neben dir im Schlafzimmer. Eigentlich habe ich immer für jeden ein kleines Päckchen im Bett. Was? So, auf geht's. Haben wir schon Hühner gesehen überhaupt hier? Gänse habe ich gesehen. Mach mal den Hammer weg. Wenn es um Tiere geht, sollst du ein bisschen vorsichtiger sein. Oh, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo im Dorf. Aber da kann ich doch normalerweise auch mit der Map. Warte mal, ich gehe mal auf die Map. Da gab es nämlich Hühnerstall. Hier ist mein Hühnerstall. Vielleicht ist das nur von der eigenen Haltung. Ach, ich liebe das einfach hier, dieses Städtchen. Ich bin mir echt nicht sicher, ob wir schon Hühner gesehen haben. Ich laufe mal alles ein bisschen auf. Was haben sie hier? Nix. Ist da was Geschnitztes? Also Kinderspielzeugs hier. Ist auch eine schöne Idee für kleine Gemüsebeete, muss ich sagen. Wenn man die mit so einem kleinen Zaun ein bisschen eingrenzt. Einfach fürs Optische, weißt du? Merke ich mir mal. Ich brauche Hühner. Entweder habe ich es tausendmal übersehen oder es gibt hier keine Hühner. Ich frage mal eben nach. Slavomira, wo kriege ich denn Hühner? Skauki. Danke. It was nice seeing you. Skauki. Hey, ich habe da mal eine Frage. Skauki! Sie ist kurz angebunden, aber das war sie schon immer. Die haben wir, glaube ich, hängen lassen, gell? Ja, Leute, Skauki Mauki. Ich glaube, ich renne kurz nach Skauki hoch. Ich will Hühner. Ich sollte aber schauen, ob ich genug Geld habe. Ich schätze mal, dass sie billiger sind wie die Gänse.
Nicht jetzt Feierabend machen hier, wenn der Baba gerade am... Tigala, mit dir mal am liebsten Geschäfte. Pass mal auf, ich habe da so einen Billigbogen. Oh ja, aber den hat er auch noch ganz gut bezahlt, ne? Den hat er auch noch ganz gut bezahlt. Die Fackeln sollte ich nicht unbedingt hergeben. Die kannst du mal nehmen. Den Ring gebe ich auf keinen Fall her. Selbst wenn er am Ende nur rumliegt. Dann hatten wir die Pfeile. Ja, ist doch super. Ist doch super. Die Tonbecher. Zack. Die Tonschalen, die mache ich lieber wieder heim. Ach Gott, Mensch, Putzis Blumen. Hey, das müsste reichen mit dem Geld, ne? Lass nochmal reingucken. Vielleicht finden wir unterwegs auch noch ein bisschen was. Komm, wir ziehen einfach direkt los. Wir ziehen einfach direkt los. Ich möchte gerne morgen mit euch dann den Tag beginnen mit Hühnern auf dem Hof. Wie gesagt, den Grabungsschuppen, die Geschichte und das Haus machen wir dann morgen fertig. Ich bereite das Haus vor. Und dann passt es. So, wir müssen dahinter. Das heißt, ich kann noch kurz Putzis Blumen aufstellen. Sonst vergesse ich das nochmal. Guck mal, wie schön es bei uns ist. Da sind die Fische. Noch so friedlich, weißt du? Noch so ruhig und anständig alles. So, jetzt muss ich kurz meiner Frau schwallern. Putzi! Putzi! Skauki habe ich erfahren. In Skauki kriege ich Hühner und ich hole dir jetzt 2 Stück, ja? Dann kannst du die pflegen. Ja, aber mach schnell. Rhymes with strife. A coincidence? I don't think so. Frau reimt sich mit Au. Zufall? Ich glaube nicht. Sehr geil. So gut. Gut, Spessle. So, wo habe ich denn das geklaute Ding? Hier. Ist die verblüht? Kommen die? Sind die auch nur, wenn die Jahreszeit dann ist? Egal, ich lass mal so stehen, ja. Genau, einen Checker mache ich noch kurz und übers Feld gehe ich auch noch mal kurz. Haben wir jetzt hier einen Fisch? Noch nicht, ne? Ich sehe hier noch keinen Fisch. Das kann natürlich aber auch sein, dass der Barsch als Material fürs Materiallager gewertet wird. Vielleicht braucht das einfach seine Zeit. So, ich hoffe, wir haben alles. Wenn nicht, müssen wir jagen gehen. Komme ich hier? Übers Feld wollte ich noch gucken. Geh mal Skauki Hühner kaufen. So einfach ist es. Es gibt Dinge im Leben, die muss man priorisieren und es gibt Dinge im Leben, die kannst du locker und easy lassen. Ich glaube, ihr habt verdient einen Feierabend. Sie sieht ein bisschen aus von der Ansicht, wie hatte ich mal auf einem Thumbnail drauf in der alten Staffel. Ja, ja, klopf dich ab. Ihr könnt aber auch nach Hause gehen, wenn ihr euer Zeugs gemacht habt. Ist doch super. Hier, meine Weizenfelder sind fertig und meine etwas... Dann hat die Frau das Feld gemacht mit dem Roggen. Ist mehr Arbeit wie das andere. So, trink doch mal einen Schluck. Leute, ist das schön, wir kaufen jetzt Hühner. Und das ist wirklich eine Geschichte, die ich feiere. Muss ich was jagen? Eigentlich nicht, aber ich ziehe mal mein Wolfsradar mit auf. Hi, ich habe da mal eine Frage. Wo finde ich Hühner? Skauki. Sonst noch irgendwas? Skauki. Wie gesprächig du doch bist. Skauki. Es ist ja nicht weit, oder? 500 Meter. Hör mal auf, Steine zu sammeln. Also Fleisch haben wir daheim genug. Fleisch mit Soße wird hergestellt. Normal müsste auch die ersten Kohlsüppchen langsam machen. Habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Das mit dem Fisch wird sich einpendeln. Dann haben sie genug Essen. Brennholzverarbeitung läuft eigentlich recht gut. Damals haben wir damals nicht in der Holzverarbeitung 2 Leute reinbekommen. Nee, ist dann die nächste Holzschuppengeschichte. Der ist, glaube ich, dann mit 2 Arbeitern. Dann können wir aufstocken. Ist es herrlich. Warte, ich lese vor. Skauki. Was haben wir hier? Met. Met ist schon mal nicht blöd. Bretter nehme ich natürlich auch mit. So, und oftmals hängt an den Wagen irgendwas. Ey, was mit der Wagenradgeschichte?
Oh, wie schön. Gut, wenn jetzt noch was liegt, bleibt es liegen. Skaukal. Haben wir in Skauki zufällig jemanden, mit dem wir noch reden müssen oder so? Nee. Ja, wir müssen noch mit dem NPC-Typ schwätzen, ne? Ich glaube, morgen werden wir mal ein bisschen diese Eidhalter-Quest weiter forcieren, dass wir da dranbleiben schön. Wenn jetzt das Geld nicht reichen würde für zwei Biberle, dann kann ich ja den Met verkaufen beispielsweise, ne? Komm, laufen wir mal ein bisschen weiter innen, dann sehen wir auch schön was. Das ist doch Träumle. Hier gehen wir runter. Hier ganget man nunder. Leute brauchen wir im Moment keine holen. Es sei denn, die hätten jetzt einen mit einer 4 auf Landwirtschaft. Aber ich glaube, du findest so nicht wirklich 4. Die haben teilweise ganz gute Werte hier. Aber, laber. Was ich überlege... Naja, sobald jetzt Weizen und Roggen so weit sind, können wir anfangen, das zweite Haus zu bestücken in unserer Bauernsiedlung, ne? Servusler, grüß dich. Hast aber einen Schub gemacht, du. Nee, ist übrigens ein guter Spruch tatsächlich. Vergiss nie, wo du herkommst. Dem kann ich durchaus was abgewinnen. Bogdana! So. Meine Mutter lacht, sobald Schweine fliegen können. Hobbys gerade zwitschern gehört? Hobbys doch gerade zwitschern gehört irgendwo? Wir sind daheim. Was kostet denn du? 23! Oh, jetzt habe ich nicht... Du bist mal ein Guter, ne? Hey, grüß dich! Da ist noch eins. Guck mal, wie sich in der Sonne. Also habe ich jetzt nur Weibchen? Soll ich einen erwachsenen Hahn kaufen dann? Gott, sind die hübsch, die Hühner. Das sind ja gar nicht immer die gleichen. Du passt auf die Küken auf. Beziehungsweise, das war jetzt irgendwie, aber ich sag da mal nicht mehr. Habe ich noch Geld? Ich brauche nur noch Tierfutter. Ich brauche nur noch Tierfutter. Geh doch ein bisschen ins Wasser spielen, Großer. Hast du zufällig... Hallo. Hallo. Ist alles in Ordnung? Ich frag dich jetzt nicht, weil ich gerade gar nicht Zeit habe. Da unten. Ich brauche was. Ja, ist das schön mit den Hühnern. Was habe ich denn jetzt gekauft? 3... Wenn nicht, kaufe ich bei uns das Tierfutter. Ey, ich habe ja noch Kohle genug. Warte mal, ich guck mal. Hier ist der Typi von der Schenke. Hier sehe ich das Schmied. Müssten die nicht auch jemand haben, der Tierfutter verkauft? Aber die wird es ja wohl kaum sein jetzt hier, ne? Hail, Friend! Pozena, du hast zufällig Tierfutter? Mein Futterzeug hat sie, ne? Trinkschlauch, Trockenfleisch. Only the best product. See you around. Jo. Nee, kaufen wir bei uns dann im Dörfle. Doch, da hinten. Der könnte eventuell Tierfutter haben. Dann nehme ich es mal von hier mit. Dann haben die Hühner ihr angestammtes Futter. Wie ist es jetzt miteinander alle? Hi. How is life treating you? Oh, weißt du Bescheid, gell? Gib mir mal Tierfutter. 6 Stück. Kauf mal 5. Want to see my ware? Goodbye. Yeah, want to see my ware. Wir haben nämlich auch, wenn ich es richtig weiß, noch Tierfutter daheim. Aber das kann ich ja normalerweise von unterwegs gucken, gell? Wenn ich hier reingehe. Achso, siehst du, da wollte ich auch was überprüfen mal. Ah ne, lass es mal, das ist schon recht. Wie waren das? Verwaltung? Hühner habe ich jetzt 4 Stück. Habe jetzt aber eingekauft geschwind, ne? Lager, Material, zack.
Wir hatten, glaube ich, mal Tierfutter, oder? Ich habe es dann verkauft. Ich habe da drüben noch was gesehen, wo ich kurz gucken will. Das ist doch eine kleine Lagerstätte hier, ne? Oder gehört es zum Dorf? Sieht eher aus, als ob es zum Dorf gehört. Da geht's in die Fischerhütte hin, da hast du es gesehen. Schöner kleiner Weg, können wir uns auch einfallen lassen bei uns. Meine Lieben, das war jetzt mal das, was ich für heute machen wollte, ja? Ich würde sagen, oh, das hier müssen wir erreichen, dass es hier so aussieht. Ich würde sagen, ich schlappe jetzt heim. Bevor es richtig dunkel wird, bin ich drüben. Und dann sehen wir uns morgen früh, wahrscheinlich letzter Herbsttag. Ich schmeiße das Tierfutter noch geschwind rein. Sehr geil. Schönen Feierabend, Digga. Was würde mich denn das jetzt kosten, mit ihm zu fahren? Einfach mal... Du rempel mal hier nicht. Alvin? Naja, es ist nicht, sonst hätte er was gesagt. 140, ne? Have a nice day. Das sind so die Momente, wo du lieber läufst. Schönen Feierabend. Oh ja, der war begeistert. Der hat mir jetzt auch einen schönen Feierabend gewünscht. Auf Skaukisch. Leute, ich schlapp rüber. Wir sehen uns morgen. Ich mache heute nichts mehr. Außer vielleicht die Materialien besorgen für unser Häuschen. Dass wir morgen den Bergbauschuppen angehen können. Falls jetzt irgendwie auf dem Heimweg was Schlimmes passiert, hole ich euch rein. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen, was auch immer, Tag oder Abend. Und dann freue ich mich auf morgen. Bis dann.